und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr am Titel und Thumbnail schon sehen könnt, soll es heute mal wieder eine Buchrezension geben. Und zwar zu Die Bücherdiebin von Markus Zusack. Kurz vorweg, das ist das erste Video, was ich mit der neuen Kamera filme. Und ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, der Ton ist gut. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Probelauf gemacht. Ich filme jetzt einfach und wenn es hochgeladen wird, dann hat es funktioniert. Kurzer Zwischentext. Die Kamera ist unterirdisch, was Videoqualität betrifft. Ihr seht es am Bild. Es ist eine Katastrophe. Ich habe verschiedene Einstellungen probiert. Das ist das Beste, was man rausholen konnte. Also diese Kamera geht definitiv zurück. Ich schreibe euch in die Infobox, was es genau war. Und ja, ich muss doch zum teureren Nachfolgemodell meiner alten Kamera greifen, weil die einfach unfassbar gut war und ich mit dieser Qualität nicht leben kann. Das Video habe ich trotzdem online gelassen, weil es geht ja im Grunde darum, was ich sage. Das Bild ist ja in dem Fall nicht ganz so wichtig. Keine Angst, die nächsten Videos bekommen wieder eine bessere Qualität. Ich habe in den letzten Wochen eben, wie gesagt, Die Bücherdiebin gelesen und hatte auf Instagram gefragt, ob euch eine Rezension dazu interessiert. Und ganz, ganz viele haben mir geschrieben, dass sie das gerne hätten. Also kommt jetzt das Video. Erstmal zu den allgemeinen Fakten. Das ist ein ziemlich dickes Buch. Es hat 588 Seiten, ist im CBT Verlag erschienen, kostet in der Taschenbuchausgabe 10 Euro, also 9,99 Euro. Und als gebundene Ausgabe 19,99 Euro. Ich habe das gebraucht gekauft, ich glaube bei Rebuy, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich habe eine Leserille reingemacht. Aber ansonsten lässt sich das Buch sehr, sehr gut lesen. Ich sollte mein Handy ausmachen. Vorweg kann ich schon mal sagen, dass das Buch von mir 5 Sterne bekommen hat. Ich habe es in 24 Tagen durchgelesen. Ich finde es ganz gut, weil es auch in einer Zeit war, wo ich gar nicht so viel Zeit hatte zu lesen. Aber ich habe immer wieder dazu gegriffen. Ich würde sagen, dass es kein Buch ist, was jetzt so extrem spannend ist, dass man es innerhalb von 1-2 Nächten durchsuchten muss. Sondern es ist definitiv ein Buch und auch eine Thematik, für die man sich ein bisschen Zeit nehmen sollte. Zumindest erging es mir so, dass ich zwischendurch auch einfach mal dann pausiert habe und drüber nachgedacht habe und ja, man bei einigen Szenen auch schlucken muss, denn es geht in diesem Buch um den Zweiten Weltkrieg, zumindest ist das die Zeit, in der das Buch spielt, und zwar von 1939 bis 1943. Hauptprotagonistin ist Liesel, die man hier, denke ich, auch sieht, und zwar die Bücherdiebin, warum sie so genannt wird, kommen wir später zu. Das ganz Besondere an diesem Buch ist, dass es nicht aus der Sicht von Liesel geschrieben ist oder von irgendjemand anderem oder aus einer Erzählerperspektive, wobei doch, es ist im Grunde eine Erzählerperspektive, aber der Erzähler ist nicht der Autor, sondern der Tod. Und der Tod hat so einen kleinen Narren an Liesel gefressen, nicht weil er sie mitnehmen möchte, sondern weil er sie mehrmals trifft während seiner Arbeit und ihr Leben so beobachtet und uns daran teilhaben lässt. Zu Beginn des Buches lernen wir Liesel kennen, als sie das erste Mal auf den Tod trifft, beziehungsweise der Tod auf sie, denn sie kann ihn natürlich nicht sehen. Sie wird von ihrer Mutter zusammen mit ihrem Bruder in eine Pflegefamilie gebracht. Man erfährt nicht so genau, warum die Mutter das macht, nur dass sie wohl Kommunistin ist und verfolgt wird wahrscheinlich und deswegen die Kinder in Sicherheit bringt. Und auf dieser Zugfahrt stirbt ihr kleiner Bruder, das ist jetzt nicht gespoilert, das passiert auf den ersten Seiten. Und da trifft der Tod das erste Mal Liesel und dort kommt es zum ersten Bücherdiebstahl. Und das zieht sich so ein bisschen durch das Buch und deswegen heißt es auch Die Bücherdiebin, denn ein Freund von Liesel nennt sie später auch so und das wird so ein zentrales Thema auch. Aber ganz, ganz viele andere Sachen drumherum passieren auch noch. Sie kommt also in eine Pflegefamilie nach Molching, das ist, ich glaube, ein Vorort oder ein Stadtteil von München, das ist auf jeden Fall in der Nähe von München. Und dort lernt man ihre neue Familie kennen. Die sind sehr speziell. Ihr neuer Papa ist mir so ans Herz gewachsen. Er bringt ihr das Lesen bei und dann ja, kann Liesel auch lesen und die Bücher, die sie stiehlt, auch lesen. Und man lernt ihre Freunde kennen. Vor allem Rudi ist mir auch sehr ans Herz gewachsen. So ein toller Charakter überhaupt. Ich meine, das Buch hat fast 600 Seiten. Da ist genug Platz, um die Charaktere ganz toll darzustellen, toll auszuarbeiten und ihre Eigenschaften. Und das hat Markus Zusack richtig gut hinbekommen. Dann passiert etwas, etwas Gefährliches für die Familie und ich will nicht zu viel vorweg nehmen, weil das noch nicht ganz am Anfang passiert. Deswegen sage ich einfach mal, dann die Grundstory wird dann schon ein bisschen spannend. An sich hätte man sicherlich die Geschichte auf 200 Seiten erzählen können, von der groben Zusammenfassung her. Aber trotzdem, das Buch hat 5 Sterne bekommen, habe ich es geliebt, es zu lesen, alles drumherum, was Liesel so erlebt mit ihren Freunden. Vor allen Dingen auch, was sie bezüglich des Nationalsozialismus erlebt, was sie sehen muss. Man bekommt Eindrücke davon, auch wenn der Tod mal von seiner Arbeit berichtet. Das ist teilweise sehr bedrückend, sehr erschreckend und
aber trotzdem sehr gut dargestellt. Also ich kann das schwer beschreiben. Es ist einfach ein Buch, was ans Herz geht, sowohl von der Thematik her des Zweiten Weltkriegs, auch, aber auch von den kleinen Details, Liesel, ihre Freunde, die Familien, die auch in Molching leben, was da passiert. Und ja, also man kann mit dem Buch lachen, man kann einfach sich freuen, aber auch unfassbar viel weinen. Und das hat mich einfach sehr ergriffen. Unfassbar spannend ist, dass dieses Buch nicht von einem Deutschen geschrieben ist, sondern von einem Australier. Seine Eltern, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder Großeltern, haben allerdings in Deutschland gelebt, auch zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und diese Geschichten hat er da wohl drin verwoben, also zumindest basiert es so ein bisschen darauf. Das ist jetzt keine wahre Begebenheit, aber ich denke mal, so die Erzählungen bezüglich des ganzen Kriegsgeschehens sind hiermit eingeflossen. Es geht auch um die Hitlerjugend und so weiter. Und ich denke mal, diese Geschichten stimmen ja, also wie das abgelaufen ist. Von daher super gut geschrieben. Also Markus Zusack, großen Applaus dafür, dass du in Australien gesessen hast und so gut über unsere deutsche Geschichte eine Geschichte schreiben konntest. Ich weiß, dass viele das Buch langweilig finden oder einige. Also entweder wird es extrem gehypt, so wie ich das auch tue, oder manche finden es langweilig. Ich habe ja schon gesagt, die Grundgeschichte kann man schnell erzählen, deswegen kann ich die Kritik nachvollziehen bzw. verstehen. Aber für mich hat das gerade eben das ausgemacht, dass man so viel drumherum erfahren hat. Das ist eine Welt, man hat das Gefühl, man ist bei Liesel dabei, bei ihren Freunden in Molching, in ihrer Familie. Man ist mit Spannung auch dabei bei dem, was dann passiert, was ich nicht erzählen will. Aber also eine große, große Empfehlung. Ich mochte das Buch sehr, sehr gerne und ich finde, es ist ein Klassiker, den man lesen sollte. Und ich habe mir hier so Notizen gemacht, der Akku blinkt. Ich hoffe, ich schaffe es noch, euch mal eine Stelle vorzulesen, damit ihr auch so einen Eindruck bekommt, wie das geschrieben ist. Wie gesagt, es ist aus der Sicht des Todes, aber das merkt man nicht ständig, das sagt er nicht ständig. Also hin und wieder kommen dann aber mal so Bemerkungen. Zum Beispiel ist hier eine kurze, aber bemerkenswerte Beobachtung. In all den Jahren habe ich so viele junge Männer gesehen, die der Meinung waren, auf andere junge Männer zuzulaufen. Aber das stimmt nicht. Sie alle liefen mir zu. Also mir im Falle, in dem Fall dann der Tod. Und hier auch ein Punkt aus der Sicht des Todes. Ein kleines Stück Wahrheit. Ich habe keine Sense. Ich trage nur dann einen schwarzen Kapuzenmantel, wenn es kalt ist. Ich habe auch kein Totenschädelgesicht, das ihr mir so gerne andichtet. Wollt ihr wissen, wie ich wirklich aussehe? Ich sage es euch. Schaut in einen Spiegel. Das sind auch so Sätze, die ja einfach einschlagen, die mich zum Nachdenken gebracht haben, die ja man auch mal verarbeiten muss. Also, wie gesagt, große, große Empfehlung. Wer es noch nicht gelesen hat, holt euch dieses Buch. Gibt es gebraucht, auch super günstig. Das ist ja schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist. Blende ich euch mal ein. Und das war's zu Der Bücherdiebin von Markus Zusack. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ob ihr vielleicht vorhabt, es zu lesen oder ich euch jetzt inspiriert habe, es zu lesen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich blende euch hier mal Abo ein und ein anderes Video. Und ne, hier passieren noch ganz viele Dinge drumherum. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht es, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und bis dahin, tschüss!